Moin ihr Lieben, es ist noch früh am Morgen, wir haben kurz nach 6 und es geht heute aufs Turnier. Ich starte ja sonst eigentlich immer meine Turniersaison, wenn die grüne Saison auch losgeht und ich auf die Außenplätze kann. Dieses Jahr ist aber geplant, mit Holly nach Leipzig zu fahren und dort dann auch Turnier zu reiten. Ich wollte uns dann aber auch nicht überfordern, dass wir auf so einem Turnier dann das erste Turnier der Saison haben. Und deswegen geht's heute los. Ich nehme Carlsson und Holly mit. Ich habe einen 2-Stern A- und ein L-Spring genannt. Eigentlich war ein A-Spring für dieses Jahr ja nicht mehr vorgesehen, da ich ja in L und M mich festigen wollte. Das ist heute aber ein Trainingsturnier, wo sogar bis zur Leistungsklasse 2 das A-Spring ausgeschrieben ist, damit man halt auch nochmal wieder reinkommen kann oder für unerfahrene Pferde, wie auch immer. Ich habe mir gedacht, es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn ich so mal den Einstieg diese Saison finde. Und ich bin sehr gespannt. Holly war gestern im Springtraining sehr gut. Carlsson war der absolute Kasper. Mal gucken, was heute passiert. Während die Pferde jetzt fressen und Patrick auch noch die anderen Pferde hier im Stall füttert, werde ich den Anhänger einräumen, denn das hätte man zwar schon gestern machen können, aber ich war gestern todmüde und deswegen werde ich es jetzt machen. Ich bin sowieso total unvorbereitet, denn ich hatte nicht mal eine weiße Reithose sauber im Schrank. Ich hatte irgendwo im Wäscheberg noch eine. Die sieht zwar aus, als wurde sie schon gewaschen, aber irgendwie ist sie dann wieder dazwischen gekommen. Sehr uncool. Vielleicht bringt es aber ja auch Glück. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich versuche wirklich so gut es geht zu filmen. Ich weiß aber nicht, wie das so zeitlich dann sein wird. Deswegen mal gucken, was bei rumkommt. Denn wir fahren da auch 2 Stunden hin. Und dann habe ich beide Prüfungen direkt hintereinander. Und mit 2 Pferden und nur 2 Leuten könnte es vielleicht ein bisschen stressig werden. Den Vlog gesehen haben, wo ich gezeigt habe, was ich da gerade für eine Decke draufgelegt habe. Das ist eine Massagedecke, die haben Patrick und ich von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen. Das ist jetzt nicht so eine Therapie-Massagedecke, diese ganz teuren, die auch viele Physiotherapeuten haben, sondern das ist so eine, die zur Entspannung dient und einfach ein bisschen schon mal die Muskulatur aufwärmt, indem diese Vibration in diesen Streifen, die ich reingesteckt habe, die vibrieren. Und durch diese Vibration ist es halt einfach, dass die Muskeln schon mal stimuliert werden, durchblutet werden und gelockert werden. Und meine Pferde finden das super und entspannen dabei auch total. Und auch Holly bekommt jetzt noch die Massagedecke drauf, damit ich den Akku ein bisschen schonen möchte. Nicht, dass wir nachher, wenn es wichtig wird, keinen Akku mehr haben. Mache ich die Kamera jetzt mal aus und melde mich dann später zurück. So wie unsere letzte Saison geendet hat, alles matschig und nass und regnerisch, beginnt auch diese Saison. Es ist eine richtig tolle Halle, die habe ich eben schon gesehen, aber wir haben uns direkt schon festgefahren. Also das Rauskommen wird schwierig, da brauchen wir auf jeden Fall einen Trecker. Da das zeitlich wahrscheinlich ein bisschen eng wird und wir auch heute erstmal das Turnier nutzen wollen, um auch wieder reinzukommen in unseren Ablauf, werde ich jetzt beim Fertigmachen und so nicht vloggen. Patrick versucht die Ritte noch zu filmen und dann melde ich mich nach meinen ganzen Starts. Ich glaube, ich habe 4. Glaubst du? Ja, drückt mir also die Daumen. Es war so, dass ich, glaube ich, mehr geglotzt habe in diesem Parcours als Holly und ich ziemlich beeindruckt war, aber auch Holly stand ein bisschen auf der Bremse und wir kamen gar nicht so richtig zum Galoppieren. Also ich
bin eigentlich ganz gut angefangen und dann wird der Galopp immer weniger. Hier zu 1 bin ich jetzt auch so ein bisschen schief hingekommen, aber sie startet trotzdem souverän. Aber hier seht ihr, sie hat so ein bisschen reingeguckt und dann ist das auch so, dass wir kurz Galoppschwierigkeiten hatten. Dann nach der Wendung habe ich aber weitergeritten und ich war so wirklich ein bisschen unentschlossen und habe mich nicht so richtig entscheiden können, was ich mache, wie ich es mache. Das kriege ich hoffentlich in Leipzig ein bisschen besser in den Griff. Aber ich bin sehr stolz auf dieses Pferd, dass sie das einfach alles trotzdem immer macht und immer ihr Bestes gibt. Aber hier war das auch so, da hätte ich ruhig einfach ein bisschen durch die Wendung mehr galoppieren können. Hier musste ich dann auch so ein bisschen zureiten, also alles nicht im Rhythmus und so ein bisschen unrund. Kombination ist natürlich sowieso etwas, wo wir immer versuchen müssen, mit Schwung reinzukommen. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und jetzt ist das auch hier der Fall, dass sie mir gleich ausgeht, weil sie dachte, vorbei, und sie einfach nicht richtig durchgaloppiert ist. Trotzdem kann ich froh sein, dass sie es alles macht. Man sieht jetzt hier schon, dass sie, oder dass ich generell ja so ein Problem habe, dass meine Pferde schlecht landen links. Und ich habe jetzt mal ein kurzes Bild angehalten. Ich gehe gleich auch noch ein bisschen drauf ein. Und zwar muss mein Sattel ganz, ganz dringend gepolstert werden, denn der ist mittlerweile vom Kissen her ein bisschen ungleich. Ich bin so ein kleiner Körperklaus und belaste den Sattel nicht immer ganz gleichmäßig. Und deswegen ist das eine Polster weiter runter. Aus dem Grund ist der Sattel ein bisschen mehr auf der linken Seite. Und dadurch, Holly, die höchst sensibel ist, reagiert dann eben dann so drauf, dass sie halt, ja, Galoppfehler hat und dass sie einfach sagt links, das ist mir irgendwie ein bisschen zu eng da unterm Sattel. Aber das Problem werde ich ganz schnell beheben. Und jetzt geht's mit Carlsson weiter. Carlsson, der ist immer, der weiß ganz genau, was passiert im Parcours. Deswegen war der auch so ein bisschen hampelig und draußen war der aber super entspannt. Ich habe eigentlich erwartet, dass der jetzt hier drinne total überdreht. Vielleicht könnte sich noch der eine oder andere an das Vereinsturnier, unser letztes Turnier in der Saison, erinnern. Aber deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe einen leichten Sitz, mache alles ein bisschen easy going, damit sich nicht so eine Spannung aufbaut. Und die Entscheidung war gar nicht so schlecht, denn das kam ihm sehr entgegen. Und ich fand, wir haben hier eigentlich, er war jetzt zum Beispiel hier wieder ein bisschen doll, so ein bisschen Kopf und Nacken und los. Aber ich habe ihn schnell wieder bei mir gehabt und ich konnte ihn einfach richtig lässig für unsere Verhältnisse da durchreiten und war super, super zufrieden. Und auch schon jetzt an dieser Stelle, ich war total glücklich, es hat super viel Spaß gemacht. Mein Fehler kommt jetzt, ich habe ihn rechts nicht durch die Wendung gekriegt, deswegen ist die Stange runtergefallen. Also er war so ein bisschen im Bauch rein und dann war er nicht hundertprozentig gerade. Deswegen geht die Stange voll auf mich. Aber auch hier, er behält so seinen Rhythmus, er wird nicht hektisch. Er rollt sich aber auch nicht zu sehr ein. Er ist eigentlich ganz gut wach, ist da und ich hätte eigentlich am liebsten noch eine Runde reiten können, weil das echt super viel Spaß gemacht hat. Und dieses Gefühl habe ich dann auch mit ins L-Springen genommen. Das Gute war, ich hatte dann erst Carlsson, dann mussten wir nicht so oft hin und her satteln. Das L-Springen war auch direkt im Anschluss. Ich fand den Parcours relativ anspruchsvoll. So, es ging gleich los mit so einer Distanz, die mir eigentlich nicht so liegt. Wenn ich nämlich so einen langen Weg habe zum nächsten Sprung, dann kann ich ganz schön viel falsch machen. Aber er fing wieder sehr gleichmäßig an und ich konnte einfach weiterreiten. Ich musste gar nicht viel machen. Er war zwar jetzt leider im falschen Galopp, aber ich konnte einfach meinen Rhythmus halten, einfach weiterreiten. Das war ein verdammt gutes Gefühl, kann ich euch sagen, weil ich dann auch angefangen habe, mal ein bisschen was zu sehen und Entscheidungen zu treffen, was sonst manchmal auch schwierig ist auf dem Turnier. Und das war, ich kann immer noch nur sagen, es war sehr schön. Ich will jetzt auch gar nicht so doll ins Detail gehen, denn es sind noch einige Baustellen, aber an denen arbeiten wir. Hier Kombination auch eigentlich ganz gut reingekommen. Ich habe ihn wirklich gut wieder zurückbekommen. Es war jetzt ein bisschen dicht, aber damit kann man leben. Und jetzt entscheide ich mich falsch, denn jetzt reite ich gleich viel zu groß los. Danke, danke, Carlsson. Dadurch waren wir danach viel zu doll. Ich habe aber zu viel reguliert und hier den Zügel zu früh weggeschmissen. Ich wusste es schon. Ich habe den Zügel weggeschmissen und wusste, jetzt passiert's. Habe aber dann noch einen schönen Abschluss gefunden. Und auch mit dieser Runde kann ich, denke ich, sehr zufrieden sein. Vor allen Dingen bin ich mit denen noch. Dann kam Holly ein zweites Mal und Holly war schon echt ein bisschen maulig. Die hat sich total übersprungen und das Thema Sattel ist, glaube ich, doch an dem Tag sehr präsent gewesen. Da ich aber in dem Equiline-Sattel bei ihr nicht so gut sitzen kann, wenn sie mich so doll rausziehen möchte, habe ich mich für den Aerie Plus entschieden. Vielleicht war das die falsche Entscheidung, aber das Problem beheben wir. Und
vielleicht war bei mir auch so ein bisschen Konzentration und Luft raus. Ihr seht, ich galoppiere überhaupt nicht mehr. Also das war echt, keine Ahnung. Ich habe mir nur im Nachhinein gedacht, was hast du da gemacht? Fing eigentlich ganz gut an, bin dann hier auch genau wie bei Karlsson Galoppfehler, bin eigentlich relativ gut hingekommen, hätte so ein bisschen gleichmäßiger sein können, aber ich verliere immer mehr in Galopp. Seht ihr das hier in der Wendung? Es passiert gar nichts mehr. Dann sehe ich, ah scheiße, es geht ja gar nicht auf und schiebe noch ein bisschen los und das zieht sich jetzt durch den ganzen Parcours und da gibt es gleich auch noch den Moment, wo man echt die Luft anhält. Aber nun gut, ich habe ja bewusst noch ein Turnier vorher geritten, damit ich eben das nochmal auch einfach selber dann analysieren kann und sehen kann und es dann hoffentlich besser mache. Hier komme ich gleich viel zu doll, hinten wird es viel zu dicht und wir lassen es mal unkommentiert. Ich bin nur sehr dankbar, dass ich so tolle Pferde habe, die mir das verzeihen und die kämpfen und ich bin mir sicher, das machen wir bald wieder besser. Da war nämlich auch wieder so ein Moment, wo alle so Luft angehalten haben. Ich habe dann jetzt hier noch versucht, wenigstens den Parcours vernünftig abzuschließen, den letzten Sprung. Der kam uns natürlich auch entgegen. Man durfte, weil es ein Trainingsturnier war, wenn man schnell dem Reiter Bescheid gesagt hat, dem nächsten, dass man noch irgendwas reiten will, durfte man tatsächlich sogar noch mal den Parcours reiten. Ich habe mich dann nur entschieden, dass ich noch mal die Kombination und den Steil nehme, einfach diese Linie noch mal für mich reite. Ja, viel besser habe ich es eigentlich gar nicht gemacht, aber ja, doch, es war schon ein bisschen souveräner, weil ich ein bisschen entschlossener war und ich dachte, das möchte ich einfach nochmal für mich machen, weil ich total unzufrieden mit mir vor allen Dingen war. Aber gut, aus Fehlern lernt man und wir sind gespannt, was auf dem nächsten Turnier passiert. Wir sind jetzt auf dem Rückweg und sind total in den Feierabendverkehr gekommen. Das heißt, ziemlich stockender Verkehr gerade, kurz hinter Hamburg, also wieder in unsere Richtung. Ich bin super, super zufrieden mit dem Tag. Ihr habt die Ritte ja auch gesehen, da habe ich euch die ja auch ausführlich analysiert. Bei Holly habe ich im Moment das Gefühl, dass, also ich weiß, dass der Sattel wieder neu gepolstert werden muss. Der ist ja letztes Jahr neu dazugekommen und der muss dringend aufgepolstert werden. Und man sieht richtig auf Fotos, die kann ich euch jetzt auch mal parallel einblenden, dass Holly links in der Schulter, die auch gar nicht so aufwölben mag, dass sie unter den Sattel passt, weil auch in der Landung war das immer, wenn wir links gelandet sind, dass es so hektisch wurde. Und ich glaube wirklich, dass der Sattel da ein bisschen drückt. Jetzt nicht, dass sie doll Schmerzen hat, aber es ist halt unangenehm. Dann kommt sie in Unbalance und das wird ganz schnell behoben, das Problem, damit ich sicher gehen kann, dass es das nicht ist. Außerdem ist schon mit dem Tierarzt gesprochen, denn ihre Zähne müssen auch gemacht werden und das nämlich auch links. Und ich glaube, deswegen hatten wir heute auch einfach so ein bisschen Problem im zweiten Parcours, weil viel links landen war, gerade bei den Linien, wo sie dann schnell und hektisch wird. Jetzt habe ich das noch einmal kurz zusammengefasst für euch und ich hoffe, wir kommen schnell nach Hause. Ich bin so glücklich mit dem Tag, dass ich einfach von meinem Nervenkostüm war so gut. Ich bin nicht einmal irgendwie richtig nervös geworden und ich glaube, deswegen habe ich schon ganz viel gewonnen und ich werde mich nochmal melden, wenn wir zurück sind. Und jetzt erkläre ich euch, warum das die ganze Zeit hier so wackelt. Ich habe nämlich das Stativ von der Kamera kaputt gemacht. Ja, ich war's. Ja, du warst super cool und hast vergessen, dass du ja eigentlich auch ein Kameramann bist. Und dann hast du deine Kamera nicht so ganz im Blick gehabt. Nee, genau. Naja, passiert, ne? Schwund ist überall. Und wir können jetzt auch schon wieder ein normales Tempo fahren. Sehr schön. Also, müssen wir jetzt die Augen nach vorne machen. Und uns konzentrieren. Viel Spaß euch noch. Ich habe das Video gar nicht mehr beendet und wir sind jetzt schon Dienstag die Woche da drauf. Wir stecken voll in den Vorbereitungen für nächste Woche Leipzig, denn da werde ich mit Holly starten. Ich habe euch aber noch ein bisschen was dazu auch in die Infobox geschrieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bin sehr gespannt, wie diese Turniersaison so für uns laufen wird. Also der Plan ist ja eben L und M festigen und nicht noch eine Klasse wieder aufsteigen. Also die letzten Saison war das ja immer so, dass ich erst kam das L-Springen dazu, dann kam das M-Springen dazu. Das Jahr davor kamen überhaupt mal wieder Turniere und dieses Jahr ist es nicht geplant und wird auch sicherlich nicht passieren, dass ich zwei Sterne M irgendwie in Angriff nehmen möchte, weil das ist dann doch nochmal eine andere Nummer und deswegen dieses Jahr festigen wir unser... Was machst du da? Festigen wir das alles im L und M und dann bin ich gespannt und freue mich, wenn ihr mich über die Saison weiter ganz, ganz fleißig begleitet. Bis dann, tschüss!